Eher einen kleinen Ausflug. Es tut gut, sich mal die Beine zu vertreten. Oh, Sie haben Humor. Damit können Sie es auf Kadera weit bringen oder früh sterben. Aber meine Befehle sind klar. Ihnen darf kein Leid geschehen. Crux hat hier das Sagen. Reden Sie mit ihr, falls Sie Fragen haben. Ja, wir sind hier in der Basis der Crux. Das war nur ein kleiner Abstecher auf dem Planeten. Ich habe ja das Save Game verloren und musste nochmal neu anfangen. Jedenfalls nicht ganz neu, sondern 2 Stunden verloren ungefähr. Jedenfalls ist das hier riesig. Das ist ganz schön viel. Diebesgut. Ich hätte das Kollektiv nicht für Gärtner gehalten. Vorsicht, diese Pflanze ist hochgradig giftig, Pathfinder. Verdammt! Ich hatte auf die Helios-Version von Tulpen gehofft. Das Kollektiv stellt daraus höchstwahrscheinlich Gift her. Wenn ich bloß wüsste, wo ich hin muss. Pathfinder, Sie haben mich überrascht. Wir bekommen hier nur selten Besuch. Könnte das vielleicht an den Schwefelgruben liegen? Sie sind eine natürliche Abschreckung, ja. Die Angara nennen diesen Ort Drawlier. Übersetzt heißt das so viel wie Todeshöhlen. Was natürlich übertrieben ist. Mit ein wenig Orientierungssinn ist es hier absolut sicher. Wie bei fast allem auf Kadera sollten einen viel mehr die Leute beunruhigen. Was meinen Sie damit? Irgendjemand fälscht die Befehle des Scharlatans und versorgt uns mit Fehlinformationen. Das hat bereits 2 unserer Rekruten das Leben gekostet. So etwas passiert eben, wenn man aus den Schatten heraus regiert. Glauben Sie mir. Auch Organisationen mit einem Gesicht sind nicht vor gierigen Bastarden gefeit. Der Boss weiß, dass jemand aus diesem Stützpunkt dahinter steckt. Und es ist meine Aufgabe, den Dreckskerl zu finden. Und was hält sie davon ab? Der Schuldige könnte untertauchen, falls er Verdacht schöpft. Um ihn zu enttarnen, muss ich also unauffällig vorgehen. Wieso sollte jemand das Risiko eingehen, sich als der Scharlatan auszugeben? Gier ist ein mächtiger Ansporn, Pathfinder. Das Kollektiv hat Zugang zu Vorräten, Credits und allen möglichen anderen Dingen. Und wir unterstehen lediglich einer Person. Vielleicht könnte ich Ihnen ja helfen. Ich stehe nicht mit dem Kollektiv in Verbindung. Eine wissbegierige Außenstehende wird vermutlich weniger Verdacht erregen als eine offizielle Vertreterin. Das ist wahr. Also gut, Pathfinder, wir wissen Folgendes. Der Treffpunkt lag in den Schwefelquellen. Der Schuldige müsste also große Mengen Schwefel an seiner Kleidung haben. Das sollten Sams Sensoren registrieren können. Haben Sie sonst noch irgendwelche Spuren? Nur eine. Wir haben Fußabdrücke eines Menschen oder einer Asari gefunden. Sie waren allerdings zu undeutlich, um die Größe bestimmen zu können. Thank you.
Die Schwefelkonzentration liegt im normalen Bereich. Dann ist er nicht unser Mann. Die Schwefelkonzentration ist nur sehr gering. Außerdem unterscheiden sich angaranische Füße deutlich von jenen von Menschen oder Asari. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Die Schwefelkonzentration ist erhöht, aber nur leicht. Und sie ist eine Asari, was zu den Fußabdrücken passt. Wir können sie also noch nicht als Verdächtige ausschließen. Richtig. Wir sollten weitere Nachforschungen über sie anstellen. Sam, was ist in den Käfigen? Dem Kratzen nach zu urteilen, ich registriere eine hohe Schwefelkonzentration und ihre Fußabdrücke haben eine ähnliche Form wie diejenigen am Treffpunkt. Sie könnte also die Ratte sein. Bevor Sie Dorado beschuldigen, sollten Sie möglicherweise mit ihr reden. Sie könnte ein Alibi haben. Ich registriere zwar eine hohe Schwefelkonzentration, aber die Schwimmhäute an den Füßen eines Salarianers hätten andere Abdrücke hinterlassen. Ich versuche nur gründlich zu sein, Sam. Ich würde töten, um ein bisschen Schlaf zu bekommen. Tut mir leid wegen vorhin. Wir kriegen hier unten nicht oft Besuch. Die Rekruten sind einfach ein bisschen nervös. Sie haben nicht geschossen. Und das ist alles, was zählt. Sie gehen ziemlich gelassen damit um, dass ihnen irgendwelche Leute mit ihren Waffen im Gesicht rumfuchteln. Einige von uns sind schon seit Monaten hier unten. Ich selbst habe seit Wochen keine Sonne mehr gesehen. Die Schwefelkonzentration an ihrer Kleidung ist ziemlich hoch. Ich... Was? Wie kommt der Schwefel dahin, wenn Sie seit Wochen nicht mehr draußen waren? Ich überwache unsere Wasserfilter und passe auf, dass sich niemand daran zu schaffen macht. Und wie jeder weiß, ist das Wasser auf Cadera extrem schwefelhaltig. Reicht Ihnen das als Erklärung, Sie Schwachkopf? Was hältst du von links, Sam? Ihre Erklärung für den Schwefel an Ihrer Kleidung war plausibel, Pathfinder. Brauchen Sie etwas? Dann nerven Sie doch bitte Crux. Crux sagte, ich sei hier willkommen. Dieses Gefühl geben Sie mir allerdings nicht gerade. Hören Sie, ich komme gerade von einem echt beschissenen Job zurück und habe seit 36 Stunden nicht mehr geschlafen. 36 Stunden? Das kann unmöglich gesund sein. Sich den Befehlen des Scharlatans zu widersetzen, ist noch deutlich ungesünder. Also gehe ich dahin, wohin man mich schickt. Der Scharlatan hat sie zu den Schwefelquellen geschickt? Riech ich echt so schlimm? Wie gesagt, es war ein Scheißjob, aber über die Einzelheiten kann ich nicht reden. Vor allem nicht mit einer Außenstehenden. Man sieht sich, Pathfinder. Dorados Herzfrequenz ist gestiegen, als sie die Schwefelquellen erwähnt, Pathfinder. Wir sollten Crux fragen. Haben Sie den Schuldigen schon gefunden? Dorados Kleidung weist eine hohe Schwefelkonzentration auf. Außerdem ist sie mir ausgewichen, als ich sie nach ihrem letzten Job gefragt habe. Sie hatte eine Mission im Hafen. Sie dürfte nicht mal in der Nähe der Quellen gewesen sein. Aquila, nimm Dorado fest. Unauffällig. Verstanden. Gute Arbeit, Pathfinder. Ich sorge dafür, dass der Scharlatan von Ihrer Hilfe bei dieser Sache erfährt.
Pathfinder. Sie sind noch hier? Warum arbeiten Sie für den Scharlatan und nicht für Sloan? Weil eine Karriere bei den Verbannten eher ein Beliebtheitswettbewerb ist. Sloan befördert nicht die Qualifiziertesten, sondern ausschließlich ihre Freunde. Dem Scharlatan ist es egal, wer man ist. Für ihn zählt nur Leistung. Was genau ist ein Vertreter des Scharlatans? Die meisten Mitglieder des Kollektivs haben keinen direkten Kontakt zum Scharlatan. Der Boss erteilt seine Befehle durch uns. Und selbst ich als seine Vertreterin bekomme nur Nachrichten. Ich habe den Scharlatan noch nie persönlich getroffen. Und das ist okay für Sie? Klar. Ich mag sowieso nicht, wenn jeder meiner Schritte kontrolliert wird. Und solange ich die Anweisungen des Scharlatans ausführe, kann ich tun, was ich will. Wie ist es so, für das Kollektiv zu arbeiten? Eigentlich ganz angenehm. Klar, ich lebe in einer Höhle, aber irgendein Nachteil hat doch jeder Job, oder? Auf keinen Fall. Diese Idioten sind vollkommen planlos. Der Scharlatan hat seinen Scheiß wenigstens im Griff. Danke für das Gespräch. Sam, was machen die mit den Adi? Anscheinend versucht das Kollektiv, die Kreaturen zu domestizieren. Und haben sie Erfolg damit? Das Aggressionsniveau ist niedriger als bei den Exemplaren in der Wildnis. Aber ich würde dennoch nicht empfehlen, den Käfig zu öffnen.
Okay, es ist keine gute Idee, damit in Kontakt zu kommen. Mann. Bald haben wir es geschafft und sind wieder da, wo wir... Da, wo das Speicher... Wo der Speicher kaputt gegangen ist. Zeit zu kämpfen. So, da haben wir noch Mineralien. Noch viel Gewalt. Feinde! Dieses Werbungsboot ist auf unabhängige Gesetzlose registriert, Pathfinder. Ich rate zur Vorsicht. Sie sind komplett zerstört. Die Einschusslöcher deuten auf Waffen aus der Milchstraße in Pathfinder. Gegner vor uns! Diese Idioten zerlegen den Monolith, um an Schrott zu kommen. So viel Gewalt. Gesichter.
Glyphen sind noch nicht komplett. Wir sollten vielleicht nach weiteren suchen. Ich denke, wir müssen uns nach weiteren Symbolen umsehen. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Das müssten jetzt genügend Glyphen sein. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Abbauzonen wurden ihren Namen. AFF-System hinzugefügt, Pathfinder. Sollte eigentlich hier sein. Keine Anzeichen von Mr. Vidal, Pathfinder. Fahren wir ohne ihn fort? Das ist doch... Keine Bewegung. Waren wir zu laut? Schnauze! Farrah wird sich mit Ihnen befassen. Sie wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden mich und meine Freunde töten. Ich hätte allerdings vorher noch einige Fragen. Nein, sie werden bluten, genau wie die anderen. Es ist also wahr. Sie haben Unschuldige ermordet. Invasoren und Sympathisanten sind keine Unschuldigen. Ich verteidige mein Zuhause. Geben Sie nicht Ihrem Hass nach. Wir können friedlich zusammenleben. So wie hier auf Kedera? Sloan belügt mein Volk und nutzt es aus, um Macht zu erlangen. Ich bin nicht Sloan.
Sie sind alle gleich. Nicht so schnell. Sehr spät. Ich habe eine gute Entschuldigung. Die Sirene sind drei. Steht nicht einfach nur rum. Zwei. Tötet sie. Noch wütend. Sterbt. Beweisen, dass sie wegen neuer Rekruten hier waren und dann angefangen haben, die Einheimischen umzubringen. Und jetzt sind sie tot.
Straßen Kadaras sind wieder sicher. Das haben Sie gut gemacht, Ryder. Und keine Sorge, ich kümmere mich darum, dass alle wichtigen Leute wissen, wem sie dafür zu danken haben. Wir sind ein gutes Team. Vorsicht. Ich habe langsam den Eindruck, Sie mögen mich. Wäre das denn so schlimm? Kommt darauf an. Lassen Sie sich mal wieder blicken, Pathfinder. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Können mit ihrem Abbau inter... Exilantenlager halten sich zahlreiche registrierte Kriminelle auf, Pathfinder. Gegner vor uns! Sie müssen ihnen helfen. Ich werde nichts anfassen, wovon ich besser die Finger lassen sollte. Versprochen. Das hier ist nicht mal das erste Problem. Wie ist das möglich? Es ist einfacher, wenn ich es Ihnen zeige. Eingabe akzeptiert.
Okay. Einer noch, dann müsste das Gewölbe offen sein. Okay, was jetzt? Vielleicht hat Reyes eine weitere Aufgabe für Sie. Damit müssten die Glyphen vollständig sein, Pathfinder.
Oh, okay, wieder ein Rätsel. Das wird schwierig. Hier fehlen zwei. Aber hier kann schon mal kein Y sein, also muss das Y hier sein. Ja, und hier muss dann das sein. Dann fehlt hier die 8. Und hier fehlt auch die 8. Und hier fehlt das. Hier kann weder das noch das sein. Und hier kann weder das noch die 8 sein. Also wenn hier nicht die 8 sein kann, dann muss die 8 hier sein. Und dann muss hier das Y sein. Und dann fehlt hier nur noch das hier. So, jetzt müssen wir das Gewölbe finden. Heilung von Kadars Herz. Okay. Da müssen wir hier rumfahren. Dann machen wir keine Schnellreise. Dann fahren wir nochmal den ganzen Weg da und. Okay. Mann, das gerade. So, das ist jetzt mal eine schnelle Spazierfahrt. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Dieses Konstrukt wurde sowohl von den Verbanden als auch von dem Kollektiv als gestohlen gemeldet. Sie sollten mit Feindseligkeiten rechnen. Vorsichtig. Kampfbereit machen! In solchen Lager werden uns unsere Beziehungen nicht viel nützen. So, dann werden wir gleich nochmal weiterfahren, um
Okay, super. Nicht mehr weit sein. Ah, mitten da in den Bergen. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Abbauzonen wurden ihrem Lab-System hinzugefügt, Pathfinder. So, was haben wir hier? Okay, wir müssen also wieder zurück. So, speichern. Okay, ein Reliktgewölbe. Bringen wir den Laden zum Laufen. Okay, wir haben den Strom eingeschaltet. Sie müssen die Konsole finden, um das Reinigungsfeld zu aktivieren, Pathfinder. Hier laufen mehrere Interface-Verbindungen zusammen. Ich markiere die, die Sie brauchen. Okay, wir müssten jetzt zu der Reinigungskonsole gelangen können. Bin ich hier reingefallen, verdammt. Kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren.
So, das ist nicht sehr schön. Ich muss zugeben, aufregend ist das schon. Das ist nicht gut. Die können wir bestimmt auf dem Rückweg mitnehmen. Ich werde diese Karte Ihrem Interface hinzufügen, Pathfinder. Wir können die Köpfe einziehen oder uns ihnen stellen. Thank you.
Pathfinder. Der Weg auf die andere Seite wird über eine Konsole aktiviert. Tja, über auf eine Konsole. Das könnte hässlich werden. Nein. Verdammt. Gäbe es bei diesem Interface einen Trick. Wir müssen ihn rauskriegen. Also. Thank you.
als wär's das gewesen. Hier liegt eine hohe Datenkonzentration vor, Pathfinder. Ich rate zu einem Scan. Noch eine dieser Boxen. Sie sind wirklich überall. So, jetzt haben wir das auch erledigt, jetzt kommen wir da oben ran. Könnte hässlich werden. Schütz in der Nähe, Pathfinder. Thank you.
Na toll. Tch. Ich fasse nicht nach so einem harten Kampf jetzt noch so ein Scheiß. Also hier. Jetzt braucht man Sudoku-Spezialisten. Hier kann weder das noch das sein. Also bleiben nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder und hier kann weder das noch sein, noch kann das sein. Also zum Beispiel das hier kann es nicht sein, das könnte es sein. Und da das nicht da sein kann, muss es dann hier sein oder hier sein. Na toll. Wenn das jetzt hier ist, muss das da sein. Das müssen wir mal überprüfen, eine Gegenprobe machen. Hier kann weder das noch das sein. Also immer das Gegenüberliegende, wie ich jetzt mal sagen. So vielleicht. Hier kann wieder. Das noch das sein, also noch zwei andere. Da wir das schon weg haben, passt nur noch das rein. Und das. Hier passt das L rein. Dann in dieser Reihe kann weder das noch das sein. Es kann auch nicht dieses Zeichen sein. Es müsste ein anderes sein, und zwar auch nicht das, sondern das. Dann fehlt hier noch dieses Zeichen. Interfacing fehlgeschlagen, Pathfinder. Verteidigungssysteme werden aktiviert.
Mist, wieso habe ich keinen Screenshot? Ach ja. Gucken wir mal. Wenn ich jetzt hier einen Screenshot mache. Hat funktioniert. Wenn ich sage von Steuerung Alt Druck. Okay, hat auch funktioniert. Nochmal. Das kann denn nicht da sein, das musste. Das sieht schon mal ganz gut aus. Nee, das ist totale Scheiße. Sehe ich ja jetzt erst. Das sieht gut aus. Gibt's da noch ein Muster? Hier muss thank you.
Ja, das kann ich hinhauen. Doch, das kann ich hinhauen. Die legen sich gegenüber, die legen sich gegenüber, die und die. Sieht aus wie ein Muster. Ich glaube, das ist gut. Jetzt, tja, das sieht aus wie ein Muster. Ungleich. Alle ungleich. Haut hin, haut hin. Auch falsch. Interfacing fehlgeschlagen, Pathfinder. Verteidigungssysteme werden aktiviert. Ach Mann, es gibt so viele Möglichkeiten, das zu lösen. Jetzt mache ich mal den äußeren Ring genauso wie vorher. So, vorher war hier dieses Zeichen. Dann machen wir jetzt hier statt der 7 Kreis Dings. Könnte man den dahin machen, dann müsste ich den wegmachen. Ah, schwierig. Es gibt ja tausende Möglichkeiten. Na, das wird wohl noch ein Weilchen dauern. Ich mache mal kurz Pause. Ich melde mich dann gleich wieder, wenn ich soweit bin.